Und er hat den Stein ins Rollen gebracht, Dr. Ernst Fricke, Vorsitzender der Elternvereinigung an Ordensschulen in Bayern. Insgesamt vertritt er in Bayern knapp 1 Million Eltern. Auf das Thema E-Zigaretten und E-Shishas kam er eher zufällig. Eine Krebsforscherin hat ihn zu diesem bisher eher wenig beachteten Thema aufgeklärt. Die hatte druckfrisch diese wissenschaftlichen Ergebnisse dabei, dass diese E-Zigaretten und die E-Shishas nicht nur für die Sucht eine Gefahr darstellen, für das Suchtpotenzial, nicht nur für die Lunge, also gesundheitsmäßig durch das Einatmen, sondern à la longue auch krebsgefährdende Inhaltsstoffe hat, weil das irgendwo produziert wird, wo es keinen Verbraucherschutz gibt, wo es keine Standards gibt für Materialien. Gemeinsam mit weiteren Elternbeiräten startete er vor wenigen Wochen eine Aufklärungskampagne. Parallel wendete er sich mit seinem Anliegen an das bayerische Gesundheitsministerium. Nach einer Anhörung waren sich alle Parteien einig. Von E-Zigaretten und E-Shishas geht offenbar eine bisher unterschätzte Gefahr aus. Das sieht auch der stellvertretende Schulleiter des Landshuter Hans-Carossa-Gymnasium Markus Heber so. Ja, es gibt ja schon seit langer Zeit hier bei uns an der Schule ein Rauchverbot. Und unter dieses Rauchverbot haben wir also selbstverständlich auch das Verbot von E-Zigaretten und E-Shishas schon mit reingenommen. Das heißt, hier in der Schule, wenn wir es sehen würden, würden wir das also dem jeweiligen Schüler durchaus verbieten und gegebenenfalls sogar ahnden. Ernst Fricke weiß auch schon, wie es weitergehen soll. Der erste Schritt ist, dass man die Lehrerinnen und Lehrer, vor allen Dingen die Schulleiter, durch eine Änderung im Schulrecht ermächtigt, sowas zu verbieten. Man könnte jetzt schon sagen, es ist was Gefährliches und deshalb kann es verboten werden. Der Landtag, dieser Ausschuss, war aber der Meinung, es soll ruhig konkret reingeschrieben werden, was verboten werden soll, nämlich diese E-Zigaretten und die E-Shishas, damit man nicht hinterher drum streiten muss. Es gibt ja auch Eltern, die sowas nicht einsehen. Er wünscht sich eine Änderung des Bundesgesetzes. E-Zigaretten und E-Shishas sollen in Zukunft nicht mehr an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden dürfen. Solange diese Gesetzeslücke nicht geschlossen ist, setzt er ganz klar auf Präventionsarbeit. Diese unterstützen auch die Landshuter Schulen. Ich denke, da muss man deutlich unterscheiden. Hier am Schulgelände fällt es uns eigentlich nicht auf. Man weiß zwar, dass es so etwas gibt, aber ich sage mal, in der Schule wird es nicht relevant, weil sich die meisten Schüler doch ans Rauchverbot auf dem Schulgelände halten. Insofern taucht auch sowas nicht auf. Ich gehe jedoch davon aus, dass in privaten Veranstaltungen, wenn sich die Schüler abends treffen im privaten Rahmen, dass das durchaus zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und vor diesem Hintergrund wären wir schon erleichtert, wenn es da eine Aufklärungsarbeit gäbe und wenn man das eindämmen könnte. Oft wird der Grundstein für eine anschließende Sucht aber schon in der Schule gesetzt. Solange sich in der Gesetzgebung nichts ändert, wollen Schul- und Elternvertreter deshalb genau auch hier weiterhin ansetzen.